Ja, nimm, nimm, nimm. Da draußen gibt es jemand gerade Gummi mit seinem Moped. Moped. Ich hab vielleicht ein bisschen Schadenfreude. Bei sowas, wenn ich so ein Moped-Typi irgendwie höre, wie er gerade versucht, sein Moped warm zu fahren, dann denke ich mir immer, das wäre so ein schönes Geräusch. So. Kratsch! Und dann erstmal Glassplit anhören oder so. Groß rumrollen mit seinem Moped und dann sofort gegen den Hausmann fahren. Fände ich super. Schadenfreude. Ja, gut, jetzt, bin ich verwirrt, welche Taste ich drücken soll. Geht doch mal weg jetzt. Ist ja fürchterlich mit euch. Ich will jetzt hier umbuddeln. Kann man das denn... Aua. Ja gut, hat sich voll gelohnt. Ein Haufen Arbeit, viel Blut, viel Schweiß und nix. Letztes Blatt. Wo ist letztes Blatt? Das not compute. Warte mal, ich gehe mal hier gerade rein. So. Aus folgenden Gründen, jetzt starte ich auch hier wieder, wenn ich drauf gehe. Und das sieht schwer danach aus, dass das gleich passieren wird. Deswegen. So. Jetzt wieder bequem buddeln. Ich weiß ja nicht, wie weit ich vom Weg abkommen soll. Ich weiß ja auch nicht, wie weit der. Wie direkt der jetzt da hingegangen ist. Ich hätte jetzt gesagt, es ist irgendwo. Auf dem Weg hier, weil das ist der kürzeste meiner Meinung nach. Aber vielleicht ist er auch irgendwo sonst noch rumgerannt und hat dann das Blatt sonst wo verloren. Das weiß ich ja gar nicht. Der gute Mann, sagt er ja nichts, ne? Der Richard. Verdammt. Aber das hier sieht auch schon wieder ziemlich nach Essig aus. Es muss doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben, oder? Also jetzt quer durch die Gebiete buddeln, weiß ich nicht, ob das jetzt so die Krux ist. So, hier habe ich aber schon gebuddelt, glaube ich. Egal, ich buddel einfach nochmal. Warum? Ja, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Was soll ich denn machen? Lösungsbuch nachlesen oder so. Aber nein, nein, nein. Sau, dreckiger, blöder. So, da oben haben wir auf jeden... Oh, ach so. Da oben haben wir auf jeden Fall gebuddelt. Was machen die denn da? Na, so. Ja, oben haben wir auf jeden Fall gebuddelt, da ist es nicht gewesen. Hier unten weiß ich eben... Doch, natürlich, wir haben hier eben auch... Ach, ja, ficken. Wir haben hier eben auch gebuddelt, das weiß ich noch. Das heißt, hier können wir auch durch, geh weg. So, hier haben wir... Nee, hier haben wir auch überall gebuddelt. Hier haben wir gebuddelt, hier haben wir gebuddelt. Eine Buddel voll rum. Wir könnten jetzt hier hinten noch in seinen Garten gehen. Könnten wir nicht. Weil, wenn wir jetzt da hier so einen Federmax machen, hier so, dann fällt er runter. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, da hinten dran ist... Ja, spring halt einfach nicht. Das musst du ja auch nicht. Ich meine, Link, ich drücke diesen Knopf. Verstehst du? Sag mal, will der mich gerade verarschen? Der springt da unten nicht. Letzter Versuch. Nee, entweder ich... Ja, saustark. Was zur Hölle? Ich glaube, da hinten ist halt irgendwie, hinter den Löchern sind Grasbüschel und deswegen komme ich da nicht hin. Da kann ich nicht drüber springen. Aber was ich trotzdem machen könnte, wäre hier rüber zu springen. Ich glaube, da komme ich aber nicht besonders weit. Ach so, ja, super. Hier komme ich zum Palast. Ja, so. Und da das so komisch aussah, will ich hier mal die Schaufel benutzen. Und du hast eine Zaubermuschel gefunden. Ja, scheiße. Gerade hatte ich so für 2 Sekunden, das ist... Ja, fick dich, Spiel, ich war schlauer als du. Und dann... Doch nicht. Scheiße. Okay, dann nicht. Zurück. Kann ich... Nee, dann komme ich nicht rüber. Ja, dann wieder zurückspringen. Bleibt ja nichts. Verdammt. Eigentlich haben wir jetzt alles umgegraben, ne? Das Einzige, was wir nicht umgegraben haben, ist der Garten. Jetzt sag doch mal was.
Ich habe nur 4. Willkommen, Schnu. Das sind aber noch nicht alle Blätter, ja. Hilf doch mit, du Arsch! Blöder Penner. Tja. Wo soll ich denn jetzt noch suchen? Das ist ja gerade bekloppt. Ich kann mich ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht hier stundenlang alle möglichen Gebiete abgehen und buddeln wie dämlich. Das ist doch Blödsinn. Ich hätte ja gesagt, es muss irgendwo auf dem Schlosshof sein, aber da war ja nichts. Da habe ich alles durchsucht. So ein Mist. Vielleicht sollte ich nochmal beim Telefonhäuschen gehen. Ich bezweifle zwar, dass sich da jetzt irgendwas geändert hat. Aber, mein Gott. Kostet ja nichts. Probieren kann ich's. Also hier ist definitiv nichts. Hier habe ich jetzt überall gebuddelt. In das Loch da bin ich auch einmal reingefallen. In den Garten komme ich nicht, weil er da nicht drüber springen kann. Wie sieht's denn aus? Ja, seht ihr, da oben ist hier. Da ist Gras. Das müsste ich wegmähen. Oder nee. Ja doch, da ist Gras. Und das Gras kann ich zwar wegmähen, da sind die Löcher dann drunter, aber dann kann ich halt hier nicht hin. Mist. Ja, gut, ich gehe dann nochmal zum... Wisst ihr, was mich total verwirrt? Das hier. Ich weiß nicht, was das mir sagen soll. Das Schlimme ist, ich habe eine Bombe. Ich habe jetzt die Wahl. Entweder ich spreng das Ding hier in die Luft und das geht vielleicht gar nicht. Oder ich gehe hier oben rüber und da oben ist nämlich noch eine Höhle, die ich aufsprengen kann. Ich weiß jetzt nicht, was sinnvoller ist. Vermutlich ist in der Höhle nur eine Fee oder vielleicht ein Herzteil. Vielleicht ist hier drunter das, was ich brauche. Ich weiß es nicht. Pass auf. No risk, no fun. Es ist nichts. Gar nichts. Wow. Das ist mies. Das ist mies. Jetzt habe ich keine Bombe mehr. Aber den Weg hier freigeräumt. Juhai. Was auch immer mir das bringen soll. So, an der Stelle kann ich umgraben und da liegt gar nichts. Sehr schön. Aber auch wieder der Grund, der Punkt, wann soll der hier rübergelaufen sein und warum? Warum sollte ich hier das Blatt finden? Ich meine, ich traue es dem Spiel schon zu, aber ich sehe keinen Sinn darin. So. Oh, Moment, Stock. Stock. Jemand, der den Honig will, kann vielleicht den Stock benutzen, um den Honig zu bekommen. Wer könnte den Honig wollen? Kennen wir da wen? Ich weiß es gerade nicht. Mir fällt gerade keiner ein, der unbedingt Honig haben will. Ja, hier bräuchte ich 2 Bomben. Und keiner gibt mir welche, verdammt nochmal. Ich könnte es natürlich zum Dorf zurücklatschen, weil ich glaube, da gab es Bomben im Laden. Das wäre eine Möglichkeit. Ja komm, dann machen wir das. Weil ich wissen möchte, was in diesen Höhlen drin ist. Wenn da schon 2 Höhlen sind, die ich aufpumpen kann, warum denn nicht probieren? Und dann reden wir gerade noch ein bisschen mit den Leuten. Vielleicht finden wir ja im Dorf jemanden, der Honig mag. Das wäre dann gerade praktisch. Für 980, so ein Spottpreis für einen Bogen. Ja, super. Am Arsch. So, wir holen uns... Das war Blödsinn. Wir holen uns erstmal 10 Bomben, 10 Rubine. Jawohl. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie viele Bomben wir überhaupt benutzen. Also, mitnehmen können. So. Wer könnte denn Honig mögen? Kinder vielleicht. Du, Kind, magst du Honig? Du fragst mich, seit wann wir auf dieser Insel leben? Darüber habe ich nie nachgedacht. So. Das mit dem Kran lasse ich erstmal, da habe ich kein Talent für. Ich weiß mittlerweile, wie das funktioniert, aber bin trotzdem so blöd. Ja, mir geht's gut. Und dir? Super. Brauchst du Honig? Alter Mann. Wie soll ich es sagen, aber könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Ulrira ist sehr schüchtern.
Den Satz habe ich noch nie verstanden. Ist sie jetzt Ulrira oder was? Oder wie? Ich weiß es nicht. So, magst du Honig? Bitteschön. Bonjour, mein kleiner Struppi sieht in seiner neuen Frisur so süß aus. Mhm. Nichts Neues bei Hundehausen. So, guck mal hier noch rein. Da war, glaube ich, gar keiner, ne? Richtig, da war gar keiner. Dann könnten wir noch hier draußen bei den Jungs gucken. Guten Tag. Das große Ei auf dem Windfisch schlafe darin. Warum fragt mich das Leichteres? Von wo kommst du denn her? Nicht von der Insel? Wo soll denn das sein? Das habe ich ja noch nie gehört. Uninteressant. Ach, das Bücherregal, das spricht und sagt, es ist keine Schatztruhe. Was auch immer die da geraucht haben. Wo ist denn der Bürgermeister hier nochmal? Ne, da nicht. Der wohnt nicht im Wald. Also, nicht total im Wald. Ach du, willst du vielleicht Honig? Ich liebe diese Melodie. Und du, Schnu, was liebst du? Fußball. So, gucken wir mal hier oben. Da müsste dann... Ach so, genau, hier können wir jetzt rein. Gleich gucken. Hallo, Kumpel, du meinst einen Traumschrein? Drin gibt es eine... Ups, ich habe nichts gesagt. Ich bin noch zu jung für sowas. Nutten? Nutten! Okay, Traumschrein, los geht's. Oh, der Traumschrein. Ach so. Ach, der Ömme. Der Ömme, der läuft nur, wenn ich laufe. Man hat mich... Dumme Sau! 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 Was könnte man denn da benutzen? Bomben vielleicht? Dumme Sau! Scheiße! Verschwinde wieder vor zum Winde! Komm wieder her! Da bin ich! Ja, schön. Ha, jetzt... Verflixt! Was tue ich denn? Ja gut, das ist jetzt eher... Ja, schneller hier. So. Schild vielleicht. Ganz simpel. Einfach mit dem Schild wegdrücken. Ja, nee. Mit einer Feder drüber springen. Holla die Junge! Oh, tatsächlich. Ja, wie? Holla die... Scheiße! Aber das... Ich glaube, das muss ich so machen. Hüpp! Schön hüppen. Und hüpp. Und... Ah, Mann, ich war gerade im Begriff zu drücken. Ja, super. Jetzt stehe ich so Panne. Ja, jetzt stehe ich Panne. Nochmal. Was? Aber das kann ich schaffen. Warte mal. Einmal so. Einmal so. Jawohl. Nur schnell genug sein. Einmal so. Einmal so. Jawohl. No way. Hä? Ja, das geht nicht. Wie soll ich denn dieses... Oh! Nein! Nein! Ey, komm, nein! Das darf nicht wahr sein jetzt. Ah, oh, ficken im Quadrat. Was? Nein! Nein, 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 nein. Scheiße! Mann, ich bin doch so weit jetzt schon gekommen. Die Idee ist cool, aber irgendwie... Selber ist jetzt nicht unbedingt so der Jump'n'Run-Hit. Boah. Nein, nein, nein! Oh Gott im Himmel! Ich möchte gerade meinen Tisch aufessen. Komm schon. Jetzt machen wir das richtig. Es ist doch zum Kotzen. Ich weiß doch nicht, wie hoch er ist. Ich weiß ja nicht, wann ich losspringen kann oder wann ich jetzt nach vorne drücken kann beim Springen. Bis der liebe Link mal entscheidet, dass er jetzt hoch genug ist, um drüber zu kommen. Hosch mal, das wird jetzt langsam ein bisschen lästig. Oh Mann, ich war eben so weit und dann sterbe ich an so einer blöden Stelle. So, ich glaube, die muss ich wirklich einmal boxen, damit sie näher zusammenstehen. So nämlich.
Und dann fix hier durch. Und dann so. Und so. Na, ach, das gibt's doch nicht. Wisst ihr was? Ich probiere den ersten. Also, wenn ich wieder da bin, probiere ich den ersten von diesen beiden auch zu schlagen, damit die beieinander stehen. Vielleicht klappt das dann besser. Alter, das ist doch ein Witz! Was soll ich denn? Ich sehe doch nicht, wie weit der springt. Das ist doch reiner Zufall, ob das passt oder nicht. Hat doch nichts mit Können zu tun. Blödsinn ist das. So. So, seitwärts ist das gar kein Problem. So, und jetzt kann ich nämlich in einem drüber springen. So war der Plan.